wieder scheiße. Ja. Hopp, 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 komm weg. Hopp, stopp, hopp, stopp, hopp, stopp! Gute Stimmung im Falkenhorst. Nach der Auftaktniederlage in Lafnitz, dem Remis gegen den FAC, gab es zuletzt den ersten Dreier für den KSV auswärts in Bregenz. Und damit rangieren die Falken nach 3 Runden auf Tabellenplatz 7. Ja, ich glaube, dass diese Tendenz geht hoch. Haben wir ehrlich ein schlechtes Spiel gespielt in Lafnitz. Nachdem haben wir uns ein bisschen ganz anders geordnet und trainiert. Und letzte 2 Spiele 4 Punkte haben wir geholt. Und ja, vielleicht ist es nicht nach unserem Maß und nach unserem Plan, aber trotzdem, jetzt haben wir Chance am Sonntag, dass wir verbessern uns. Und damit der Aufwärtstrend weiter anhält, waren die Kapfenberger in den letzten Wochen ordentlich am Transfermarkt tätig. Neben den beiden Brasilianern Tiber und Talisson sowie dem Ukrainer Arthur Mursa wurden diese Woche Sebastian Leimhofer und Rückkehrer Philipp Wippel im Falkenhorst präsentiert. Ich war 2015 schon da für ein halbes Jahr und habe dort auch mit den Burschen oder mit dem Verein gesamt einfach eine gute Saison gespielt und es war eine positive Erfahrung. Umso mehr freut es mich, dass ich jetzt wieder da sein darf. Und ja, ich freue mich jetzt auf die kommenden Aufgaben, auf die Saison und ich hoffe, dass wir ja, eine gute Rolle mitspielen. Ja, also ich bin froh, dass ich da bin. Mir gefällt es bis jetzt super. Training ist intensiv. Wir arbeiten gut mit dem Ball. Für das kommende Spiel am Sonntag sind wir schon gut vorbereitet und ja, es passt alles. Und da wartet mit St. Pölten einer der Aufstiegsaspiranten auf die Falken. Auch bei den Niederösterreichern gab es in der Sommerpause einen Kaderumbruch. Und den will sich die Ibrakovic-Elf zunutze machen. Jetzt hat sie eine erfahrene Truppe, fast 6-7 Spieler sind über 30 Jahre und sie will unbedingt aufsteigen. Und das ist die vielleicht ein Moment, wo kann man wir ausnutzen in diese psychologische Moment. Aber wir denken mehr auf uns, was kann man wir bringen. Ich hoffe, dass sind alle Spieler fit. Haben ein paar angeschlagen in den letzten 2-3 Wochen und wenn sind diese Spieler fit, wir haben keine Angst. Wir erwarten dieses Spiel mit Freunden und wir will uns zeigen zu Hause, dass Kaffenbrück wieder Fußball gut spielt. Spielbeginn ist am Sonntag um 12.30 Uhr im Stadion Kapfenberg.